Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Ich habe heute ein neues Video für euch. Heute dreht sich alles um meine 4-Kopf-Empfehlung. 4 Kategorien an Köpfen, die meiner Meinung nach jeder braucht und damit auch genug hat. Ja Leute, und damit willkommen zurück bei einem neuen Video. Wie gesagt, heute soll es um 4 Kopfkategorien gehen, die meiner Meinung nach jeder braucht und damit aber auch genug hat. Ihr seht schon, ich habe hier 8 Köpfe vor mir. Warum 8 Köpfe, wenn ich sage 4 Köpfe, die jeder braucht? Ganz einfach, es geht eigentlich eher um 4 Kategorien an Köpfen und ich habe einfach 2 Modelle aus jeder Kategorie einfach einmal rausgesucht, um euch das Ganze zu zeigen. Falls es zu den Produkten Links zu Amazon gibt, packe ich euch die unten natürlich in die Videobeschreibung. Wie immer, das sind Affiliate-Links, wenn ihr darüber was kauft, unterstützt ihr mich ein bisschen. Manche von den Produkten gibt es aber auch günstiger in Online-Shops, auf die darf ich nicht verweisen, weil da auch Tabak verkauft wird. Aber einfach kurz Google benutzen und dann solltet ihr auch da das Ganze finden. Wir starten auch direkt mit der ersten Kategorie und das sind kleine Funnel, auf die Alufolie passt. Auf der Alufolie kann man dann entweder mit einem Sieb rauchen oder zum Beispiel einem Apple on Top. Es gibt da ganz verschiedene Aufsätze, die man da benutzen kann. Ich nehme meistens den Apple on Top oder Alufolie und habe euch da 2 Köpfe rausgesucht. Einmal den Hooker John 80 Feet und einmal den Holster Nano Kopf. Die 2 Köpfe eignen sich aufgrund von ihrer Größe einfach hervorragend für einen Apple on Top oder für Alufolie, weil kein HMD drauf geht. Und wie ihr bei den anderen Köpfen noch merken werdet, sind das alles Köpfe für HMDs, weil es einfach meine absoluten Lieblings-Setups sind. Manchmal, wenn ich nicht mit HMD rauche oder vielleicht eine etwas kürzere Session haben will, ihr wisst ja Leute, die Länge eurer Session richtet sich grundlegend nach der Menge an Tabak, die in einem Kopf ist. Heißt, wenn ihr einen Tabak mit einem riesen Tabakdepot habt, könnt ihr damit natürlich tendenziell länger rauchen als mit einem kleineren Tabakdepot, also auch tendenziell weniger Tabak. Die 2 Köpfe sind aber trotzdem gut und damit schön gemütlich eine Stunde rauchen zu können. Mit dem 80 Feet zum Beispiel sogar länger, wenn man das Ganze ein bisschen presst. Das Depot ist relativ tief. Im Gegensatz dieser Kopf hier mit einem etwas flacheren Depot, da habt ihr einfach das Beste aus beiden Welten. Ich benutze beide Köpfe sehr, sehr gerne, sowohl der Hooker John als auch der Holster. Die Holsterköpfe sind übrigens gefertigt von Bengala in Spanien. Und sind auch sehr, sehr geile Köpfe, gerade hier die mit diesem grünen Ton, der sehr, sehr fein ist, der hält die Hitze einfach extrem gut. Leute, zwischendrin sei doch mal gesagt, nur knapp 1/3 der Leute, die diese Videos hier gucken, lassen auch ein Abo da. Also wenn ihr mir eine kleine Freude machen wollt, wäre es auf jeden Fall mega korrekt, wenn ihr unten einmal auf den Abo und den Like-Button drücken würdet und mich damit ein kleines bisschen unterstützt. Die 2. Kategorie an Köpfen sind Köpfe, die zwar Mehrlochköpfe sind, aber auf die eine Smokebox passt, wie zum Beispiel einer der absoluten Klassiker, der Solaris, mittlerweile sehr, sehr weit verbreitet, oder eine Killer Bowl von Oblaco. Beides, wie gesagt, Mehrlochköpfe, auf die sehr, sehr gut eine Smokebox drauf passt. Was Smokebox-Empfehlungen angeht, ihr seht es gerade schon hier oben auf dem Kopf. Ich rauche das Ganze mit einem Kalaut 1 Plus, da gerade in der schwarzen Variante, also die Niris-Variante. Welche Farbe spielt natürlich keine Rolle. Meiner Meinung nach performt der 1 Plus mit Abstand am besten von allen Smokeboxen, die ich so probiert habe. Deswegen benutze ich eigentlich fast ausschließlich den 1 Plus. Ansonsten habe ich auch noch ein paar normale 1er da. Aber die Mehrlochköpfe für mich auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ich rauche einfach unglaublich gerne mit Smokebox. Deswegen gibt es jetzt auch noch nur noch Smokebox-Köpfe-Empfehlungen. Bis auf die ersten 2, die eben mit Alufolie oder Apple on top sind. Die Oblaco Killer Bowl, sehr, sehr geil. Wunderschöne Designs, sehr, sehr schöne Colorways. Hier gerade in dem wunderschönen Dragon Design oder eben auch der Solaris. Beide haben ein ungefähr gleich großes Tabakdepot, auch wenn die Köpfe erstmal grundlegend ein bisschen unterschiedlich aussehen. Das Depot vom Oblaco ist ein bisschen flacher als das vom Solaris. Ich würde sagen, der Solaris eignet sich dadurch mehr auch für ein Abstandssetup und der Oblaco, den kann man auch sehr, sehr gerne mit Noppen oder Vollkontakt rauchen. Um den Solaris auf Vollkontakt oder Noppen zu rauchen, müsste man schon einen Ticken mehr Tabak reinmachen. Deswegen ist meine Wahl da meistens die Oblaco Killer Bowl. Zwischendrin noch mal kurz ein paar Worte zu meinem Setup. Falls wieder die Frage aufkommt. Ich rauche hier gerade die schwarze PK500 Ocean Bowl. Obendrauf die Mouse Dash mit dem Edge Rauchsäulendesign, auch in schwarz. Obendrauf der Dragon Ball Z-Kopf, den es mal eine Zeit lang bei Somo gab. Und da obendrauf, wie eben schon gesagt, der Kalaut Lotus 1 Plus Niris. Drinne sind 2 C26 Tom Kokocha Kohlen und als Tabak rauche ich gerade den Nameless Black Nana.
Die nächste Kopfkategorie, die man meiner Meinung nach auf jeden Fall daheim haben sollte, ist ein sparsamer Funnel, der sehr, sehr gut mit Smokebox funktioniert. Da gibt es auf der einen Seite den absoluten Klassiker dieser Kategorie, die Japona Mummy Bowl. Ihr kennt sie vielleicht vom Depot her, habt ihr außen nochmal einen Rand, auf dem die Smokebox liegt und dann ein relativ flaches und kleines Depot. Das ist sehr, sehr geil, wenn man nicht so ultra lange rauchen will oder sehr, sehr sparsam rauchen will. Da bietet sich sowas eben an. Im selben Design gibt es eben hier noch den ATH Alamut, den gibt es auch noch in dem Traverten-Design, eigentlich genau derselbe Kopf. Also der ATH Traverten und der ATH Alamut sind eigentlich dieselben Köpfe, bis auf das Design hier außen. Ich finde den Traverten sogar fast ein Stück schöner mittlerweile als den Alamut, aber hier eben in der roten Alamut-Variante. Vom Depot her verdammt ähnlich zur Japona Mummy Bowl. Was ist dann der Unterschied zwischen den zwei Köpfen? Der ATH-Kopf kostet nur in Anführungszeichen 25 Euro und die Mummy Bowl kostet 35 Euro. Deswegen ist der auf jeden Fall die etwas günstigere Alternative. Die Mummy Bowl ist unglasiert, kann für manche Tabaksorten vielleicht ein Vor- oder auch Nachteil sein. Auf der anderen Seite der Alamut eben aus Schamottstein und eben auch glasiert. Und damit kommen wir auch schon zur letzten Kategorie an Köpfen. Das sind etwas größere Köpfe oder Köpfe mit einem etwas größeren Depot, in die halt ein bisschen mehr Tabak reingeht, die auch gut mit Smokebox funktionieren. Da habe ich jetzt hier stellvertretend einmal den Oblaco M und einmal den Oblaco L. Einfach der L noch ein kleines bisschen größer, ein etwas größeres Funnelloch als der M. Also für noch ein bisschen längere Sessions auf jeden Fall der L am allerbesten geeignet. Ich habe sehr, sehr gute Ergebnisse mit dem Oblaco L erzielen können. Deswegen auf jeden Fall in meinen Empfehlungen mit drin. Außerdem wären da noch so Köpfe wie die Harmony Bowl. Die habe ich leider gerade nicht bei mir, die ist bei einem Kumpel. Aber ansonsten wäre die auch absolut in dieser Kategorie gewesen. Aber die Oblaco M und L Varianten, sehr, sehr geile Köpfe, mit denen ihr locker anderthalb Stunden rauchen könnt. Beim Oblaco L lege ich sogar meistens noch Kohle nach und raucht dann sogar zwei oder manchmal zweieinhalb Stunden. Je nachdem, wie viel Tabak ihr da reinpackt, könnt ihr eben sehr, sehr lange rauchen. Ja Leute, ein relativ kurzes Video mit ein paar kurzen und knappen Kopfempfehlungen. Denkt dran Leute, es geht mehr um die Kategorien. Es gibt noch weitere Köpfe, die in diesen einzelnen Kategorien sehr, sehr gut und auch empfehlenswert sind. Das sind jetzt so meine Favoriten, die ich jetzt gerade daheim habe, aber es gibt auch noch viele andere weitere. Der Hauptpunkt aber aus diesem Video ist, das sind die Kategorien, die ich brauche, die ich benutze und die ich euch auch ans Herz legen würde. Nochmal zusammengefasst, etwas kleinere Köpfe, die man mit Alufolie oder einem Apple on Top rauchen kann, Mehrlochköpfe, die man mit Smokebox rauchen kann, sparsame Funnel, die man mit einem HMD rauchen kann oder natürlich auch größere Funnel mit einem großen Tabakdepot, die man ebenfalls mit HMD und dann eben auch ein bisschen länger rauchen kann. Das ist auf jeden Fall meine Zusammenfassung. Ich hoffe, das konnte vielleicht ein paar Leuten helfen oder vielleicht bei dem einen oder anderen die Kopfentscheidung ein bisschen leichter machen. So viel auf jeden Fall dazu, Leute. Lasst mir eure Gedanken wie immer unten in den Kommentaren da und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut, eure Shisha WG.